Möchtest du das Spiel speichern? Viel Spaß mit den Zombies. Ich habe es in meinem Ninja-Training weit gebracht, aber ist das genug? Ich frage mich, was meine Schriftrolle darüber zu sagen hat. Mal sehen. Ein wahrer Ninja agiert aus dem Schatten. Okay. Wenn Schatten verlangt sind, hat dieser Ort viele davon. Haha, ich werde einfach da reingehen, jeden Augenblick. Ninja, Ninja, ein Ninja kennt keine Angst. Los geht's! Kurz hat sie gezögert, aber dann ist sie doch reingestürmt. Sie muss ja keine Angst haben, ja, wir führen sie da schon hier durch dieses dunkle Verlies. Wir müssen nur hier auf die ganzen Skelette aufpassen, so, das brennt gleich alles. Er kommt runter, der läuft sogar durchs Feuer. Einfach alles aufschneiden und schnell durch da. Oh, sie schon wieder. Bleibt sie erstmal in der Luft, aber ich hole sie schon danach. Gleich fällt sie wieder und sie ist fort. Sie löst sich auf. Mal sehen, das da unten sieht mir so aus, als wenn es weitergeht. Ich mache die Truhe mal auf. Ja, ich kenne die Falle bereits. Oh, das dauert aber echt lange gegen das Teil. Und sie bleibt auch eine ganze Weile lang draußen, bis sie sich hier wieder auflöst. Voll in die Fledermaus rein. Ein Schleimmädchen, endlich seid ihr wieder an eurem richtigen Ort. Die hält aber auch viel aus, also die haben hier eine ziemliche Resistenz gegen Ninjas aufgebaut. Also da kletter ich mal drüber. Aber leider den finalen Sprung schaffe ich noch nicht so richtig. Ich könnte mich auch teleportieren, das würde es einfacher machen. Da kann ich durch die Wand. Eine Spinnenlady. Lass mal das sein hier mit deiner Deckung. Gut, ich hab sie. Mal sehen, da ist nochmal eine Lücke. Dann komme ich hier aufs Dach. Kann mich hier umschauen. Die ist explodiert, dann weiter da. Ein Tee. Ein Schleimmädchen. Natürlich muss sie mitten hier in mir drinnen auftauchen, ja. Das konnte sie nicht vermeiden. Diesen engen Hautkontakt kann ich aber leider nicht vertragen, ja. So, hoch teleportieren und weiter stürmen. Erstmal ein Herz holen. Und wieder in die andere Richtung zurück. Das kann ein wenig dauern, ja. Das ist eine sehr hohe Festung. Die hat dementsprechend auch ein sehr langgezogenes Dach und leider hat die mich erwischt. Dann stürz mal ab da. Voll auf mich drauf. Das ist sehr, sehr nervig. Aber immerhin, ich kann hier ein bisschen Belohnungen nachholen, ja, dann ist das Ganze nicht mehr ganz so schlimm, außer dass ich kein Leben mehr habe. Da gehe ich mal durch. Komme auf der Seite wieder raus. Da war mal Poe und Ebner, beziehungsweise nur Ebner, aber der ist jetzt nicht mehr da. Da ist nichts. So, Feuer. Feuer ist gefährlich. Den habe ich mal aufgelöst. Zerdeppere ich und durch da. Ein Skelett-Heini. Noch einer, der ist von selbst verschwunden. Da kommt er wieder. Hat mich noch nicht aufgegeben. Mal sehen, da muss ich mich knapp festhalten. Leider hat mich die Fledermaus erwischt. Da brennt jetzt alles. Jetzt wird hier alles chaotisch. Die holen wir auch mal. Ansonsten viel zu holen war jetzt hier nicht. Einmal durch. Sie gerade so erwischt, aber leider der Haken ist sehr lang. Da fällt sie wieder. Es dauert halt immer, bis sie erledigt ist. Ne? Die hat eine ziemlich lange Lebensspanne. Also gut, das Schleimmädchen mittlerweile auch. Ich mache erstmal die Kiste hier. Die ist gefährlicher. Weil auch die ist sehr robust geworden hier. Mit dem Schwert geht das nicht mehr ganz so einfach. Dafür habe ich sie zum Platzen gebracht. Das ging deutlich einfacher. Und schon wieder derselbe Trick wie davor. Ein Dream Squid mehr. Da mal durch.
Na, wunderbar. Ich dachte schon, wann kommen wir mal wieder raus. Den haben wir auch. Damit haben wir alle komplett. Jetzt müssen wir nur noch den Ausgang finden. Ich würde sagen, nichts leichter als das, aber es ist ja alles sehr verwinkelt. Da bin ich mal durchteleportiert. Die einzelne Laterne, die wird hier bestehen bleiben. Als Zeichen, dass ein Ninja auch ungesehen hier durchstapfen kann. Ich habe eine Spinne gerade gesehen. Das mitten auf dem Esstisch. Ja, der kommt natürlich hier angeflogen, während sie sich schützt. Das war abzusehen. Vermeidbar, aber ja. Bin ich jetzt mal nicht in die Lampe reingelaufen. Ja, es wäre mein Verderben gewesen. So, sie steche ich auch mal nieder. Aber elegant, ja, nicht gefährlich. Wenn du dich duckst, dann versucht sie dich auch nicht zu fressen. Da darf ich nicht anhalten, da muss ich einfach mal durchsprinten. Möchtest du das Spiel speichern? Wunderschön. Also dann, neues Herz, neues Leben. Jetzt müssen wir hier mit den Augen weiter einfach mal darüber schweben lassen. Okay, und rüber springen, das war sehr knapp. Der hat schon geblinkt, bevor er überhaupt in der Nähe war. Der Edelstein in die Tiefe gefallen. Vorsichtig mal kurz Hallo gesagt. Immer in dieselbe Richtung weiter. Der erste Dream Squid taucht auf. Den hole ich, ja, das reicht mit dem normalen Sprung, ansonsten hätte ich teleportieren müssen, dich kenne ich. Die ist einfach in mich reingelaufen, Frechheit. Hat richtig Schaden gemacht, ja. Also dann, der schläft noch. Gut, dass er hier noch rechtzeitig hier mit dem Messer gestreift wurde. Der schläft auch noch, den schmeiße ich mal ab. Die kommen jetzt mit der Laterne angeflogen. Ja, ich warte dann, ich stürme da durch jetzt. Hab ja eh nichts zu verlieren, außer Juwelen. Jetzt hat er nur die eine Sache fallen lassen. Ich habe keine Lebensenergie mehr. Die haben mir alles abgezogen hier gerade. So, und jetzt auf diesen Abschnitt. Da bröckelt es erstmal. Deswegen spring da rüber. Komm mal her da. Und weiter mit den Augen gereist. Ein bisschen früh. Er hat mich hier verlassen. Das hat nicht geholfen, dass er jetzt nach unten... Ich weiß auch nicht, warum er hier einfach umgeschaltet hat. Ansonsten fahren die ja auch weiter, wenn du drauf landest. So, erstmal unter den Zacken durch. Er fährt erstmal hoch und er nach rechts weiter. Die Hauptrichtung, so, der ist sehr früh verschwunden. Ah, okay. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich muss auf jeden Fall einmal teleportieren. Ja, das ist die vollkommen falsche Richtung hier. Ja, das konnte ich jetzt nicht mehr retten, ne? Er will ja auch gar nicht gerettet werden. Nicht nach oben. Warum macht es das? Ich will doch einfach nur nach rechts rüber. Jetzt passiert alles. Irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Das ist alles nicht so richtig aufeinander abgestimmt, habe ich das Gefühl. Also das war davor alles schön mit Timing, das hier nicht mehr. So, jetzt habe ich es geschafft. Also das war meine Taktik auf jeden Fall, dass ich einmal teleportieren musste. Aber das hat jetzt nicht so wirklich geklappt, als ich das mehrfach versuchen wollte. Einfach schnell hier an dem Feuerding vorbei. Eine Spinnenlady. Die kann man hier mit 8 Schaden mal schnell wegmachen. So, der Dream Squid ist hier über dem Ausgang. Muss ich aber erst hier die Fledermaus erledigen. Dann bin ich hier aus dem Nichts da aufs Dach getaucht. Möchtest du das Spiel speichern? Viel Glück gegen 2 Gegner. Okay, das ist es. Ein Ninja agiert aus den Schatten. Nun, was hat Hypnobaron vor? Erhebe dich, unaussprechliches Horrorwesen. Zeig uns deine Kraft. Oh nein, er beschwört ein Monster unaussprechlichen Schreckens. Den Squid-Baron. Affenstark, hier bin ich. Hey, wer ist das da drüben? Hä? Versteckt sich im Schatten? Oh nein. Vater, bist du das? Ich bin ein Ninja. Oh Gott sei Dank.
Glaub mir, es ist schon eine Weile her, seit ich der Familie einen ordentlichen Besuch abgestattet habe. Ich dachte, du wärst mein alter Mann hier, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Nee, ich bin ein Ninja, ich bin Shantae in Verkleidung. Ich habe meinen Verstand diszipliniert und agiere aus den Schatten. Nett, ich bin selbst Schüler von Tintenfisch hierzu. Meistens stapft man herum, man dreht sich viel hin und her. Selbst beigebracht. Genug davon. Lasst uns diesen Eindringling zerstören. Attacke. Oh, genau. Schau dir diese Aktion an. Squid Baron Tintenfisch Chizu Meister. Mann, der kann echt viel. Aber ich kann mich, ja, wenn ich teleportiere, ist schwierig gegen ihn. Springen ist auch nicht so meine Stärke, der hat einen ziemlich breiten Schädel. Der macht hier auch richtig viel Schaden. Also ich muss das Ganze jetzt hier möglichst unbeschadet gegen ihn durchstehen, weil danach kommt der Hypno-Baron noch mit dazu. Und das funktioniert nicht so ganz. Er hat ein Herz fallen lassen, das ist schon mal schön. Und ein zweites, sie hat alles eingesammelt hier, während er explodiert. Das ging zumindest schnell, aber jetzt wird hier alles noch sehr, sehr viel gefährlicher. Ich meine, jetzt kommt ein Tintenfisch-Chizu-Meister und was der Hypno-Baron darstellt. Der saugt ihn jetzt erstmal an. Doppelbarone, nimm sie beide runter. Mir bleibt nichts anderes übrig, nicht? Oh, ich habe wieder volles Level. Damit ist der Squid-Baron schon mal hier ziemlich nah am Rande des Endes. Und zwar sofort. Den kann ich mit den Shuriken abwerfen, also mit den Ninja-Wurfsternen. Zwar so lange, bis er sich mir hier von selbst annähert. Gehen wir mal in die andere Richtung, wir zwei. Jetzt habe ich ein Level verloren. Schade, ich wollte ihn mit dem Messer streicheln. Das Schöne ist ja, dass ich ihn zumindest hier auch immer mit mindestens zwei Sternen treffen kann. Der ist richtig schnell hops gegangen. Das war ein deutlich leichterer Kampf, als ich ihn hier aus früheren Zeiten gewohnt war. Er ging richtig schnell, den einen nur mit Nahkampf, den anderen nur mit Fernkampf. Ich habe euch beide besiegt. Spüre den Zorn des Ninjas. Ha, Zeit mich zu verabschieden. Du kannst nicht gehen. Mein Freund wurde besiegt. Und das Beste ist, ich habe gelernt, aus dem Schatten zu agieren. Ich bin einen Schritt näher dran, ein wahrer Ninja-Meister zu werden. Ja, aber du wurdest entdeckt, Shantae. Das darf dir nicht so häufig widerfahren. Also dann. World Clear Ninja Vanish. Aus der Burg des Hypno-Barons entschwinde ich hier zuckerleicht.